So, hereinspaziert. Wir geben allen Kollegen gerade noch ein bisschen Zeit. Der Livestream startet gerade parallel noch. Und dann geht es hier los mit unserem neunten Teil bereits. Rahel, Ja, die meine Zeit Güte, vergeht. man fühlt sich schon irgendwie ganz persönlich verbunden, obwohl wir uns noch nicht live gesehen haben. Mensch, das müssen wir aber auf jeden Fall ändern. So. Livestream läuft. Schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu unserem neunten Teil des Webinars Beautiful China. Heute wollen wir ein bisschen über die Best Ager sprechen, ne? Da bin ich mal ganz gespannt, was du uns jetzt heute Besonderes erzählst, wie wir China für die Best Ager erlebbar machen. Und würde sagen, Bühne frei, liberal. Ja, also genau, von mir auch einen schönen guten Morgen, wie immer, jetzt schon bei der neunten Veranstaltung. Wir haben schon super viele tolle Themen gehabt bisher. Heute gibt es auch noch ein tolles Thema und nächste Woche natürlich ganz besonders spannend, das darf ich jetzt schon mal ankündigen, haben wir eine tolle Kooperation mit der Autorin Françoise Hauser, die schon viele sehr gut laufende Bücher zu Reisen in China geschrieben hat, und mit der werden wir uns dann nächste Woche nochmal mit den Geheimtipps für China beschäftigen. Aber heute geht es natürlich erst einmal um China für Best Ager und Senioren, und das ist ein spannendes Thema, denn die Best Ager sind ja eine sehr gut laufende und wachsende Gruppe. Hier nochmal ein kleiner Überblick über unsere Themen, die wir bisher hatten. Die Aufzeichnungen sind auch alle über über Tourismus Zukunft erreichbar. Da können wir nachher auch auf jeden Fall nochmal den Link rumschicken zu den Aufzeichnungen. Genau, heute geht es dann also um die Best Ager. Einen kleinen Themenüberblick. Erstmal ist es natürlich gut zu wissen, wer sind eigentlich die Best Ager und wie reisen sie. Dann habe ich mit ein paar Themen auseinandergesetzt, die nachweislich sehr gut laufen, generell für Best Ager Reisen, und auch natürlich, wie man die auf China anwenden kann. Da sind zum Beispiel heiße Quellen dabei, Flusskreuzfahrten, Tempel und Gärten, Teezeremonien und Kurse in den tollen Meditationssportarten Tai Chi Chuan und Qigong. Wer sind eigentlich die Best Ager und wie reisen sie? Unter Best Ager auch Generation Gold oder Third Ager, Mature Consumer oder Over 50s genannt. Das wird im Marketing und in den verwandten Bereichen eine Zielgruppe bezeichnet, ab einem Lebensalter von ca. 50 bis 60 Jahren, wobei der Unterschied oder beziehungsweise der Übergang da ein bisschen schwammig bleibt. Und das geht dann sozusagen fließend in die Gruppe der Senioren über. Die Gruppe der Best Ager, die wächst sehr stark. Bis 2025 wird es weltweit 1,2 Milliarden Best Ager geben. In Deutschland ist das heute bereits ein Drittel der Bevölkerung und damit natürlich vergleichsweise wichtig für die Reiseindustrie und wie man da speziell Marketing machen kann, um auch diese Gruppe besonders anzusprechen. Das für Marketingforscher interessanteste Merkmal des Best Agers ist sein im Durchschnitt relativ hohes verfügbares Einkommen. Da diese Gruppe so in den 80ern, 90ern gut im Job war, wo die Wirtschaft geboomt hat. Deshalb gelten sie auch häufig heute noch als kaufkräftig, konsumfreudig und natürlich besonders qualitätsbewusst. Mittlerweile wird auch der Nachhaltigkeitsaspekt immer wichtiger beim Reisebuchen von den Best Ager. Der größte Faktor beim Reisen ist natürlich das Vertrauen. Es wird noch viel offline gebucht und aber online recherchiert. Das heißt, man kann sehr gut die Werbung online schalten und dann im Reisebüro buchen lassen. Außerdem wird beim Reisen
viel ausgegeben vergleichsweise. Man möchte sich was gönnen. Die Kinder sind teilweise schon aus dem Haus. Man ist nicht mehr so weit vom Ruhestand entfernt. Und man ist weniger interessiert an Reisegruppen, an so großen, sondern mehr an Individualreisen. Viele verreisen alleine oder mit dem Partner zusammen. Auch Familienreisen, zum Beispiel mit den Enkelkindern, das nimmt auch zunehmend ab. Außerdem werden längere Reisen gemacht. 40% der Best-Ager verreisen 8 bis 14 Tage und 13% sogar mehr als 14 Tage. Wie kann man sie jetzt ansprechen und nach China locken? Zum Ersten würde ich da die sogenannten Hot Spring Resorts vorstellen. Das sind heiße Quellen, die eigentlich sind es Thermalquellen. Das wird definiert als den Austritt von Grundwasser, das deutlich wärmer ist als das Wasser in Oberflächennähe. Und das wird häufig durch erhöhte vulkanische Aktivität oder sehr tief zirkulierende Strömungen im Grundwasser hervorgerufen. Und das Wasser aus heißen Quellen wird häufig zu Behandlungszwecken verschiedener Krankheiten genutzt, weil es häufig mit Mineralien versetzt ist und verschiedenen chemischen Stoffen, die gut für verschiedene Leiden zum Lindern genutzt werden können. Unter anderem sind das Atemwegs- und Hautkrankheiten. Auch bei Rheuma gibt es viel Anwendungsmöglichkeiten bei Allergien und auch bei Gelenkbeschwerden. China ist besonders gut für den Besuch von heißen Quellen, weil es hier über 3000 Stück bekannte heiße Quellen gibt, die teilweise seit Tausenden von Jahren auch therapeutisch und zum Baden genutzt werden. Die berühmtesten unter ihnen sind unter anderem die Huaqing-Thermalquelle in Xi'an, die ist schon vor 2 bis 3 Millionen Jahren entstanden und hat eine ständige Temperatur von gut 43 Grad. Auch in Huangshan gibt es eine Thermalquelle bzw. mehrere Thermalquellen, die ebenfalls eine konstante Temperatur von ca. 42 Grad Celsius halten und das ganze Jahr über. Und hier ist besonders viel Kohlenwasserstoff im Wasser und das ist sehr klar und kann damit gut Krankheiten heilen. Außerdem gibt es noch die Tangshan-Thermalquelle in Nanjing. Tangshan ist ein ehemaliger Vulkan, der mittlerweile erloschen ist, aber hier gibt es noch viele heiße Quellen und das nur 20 Kilometer entfernt vom Stadtzentrum. Tangshan, lustigerweise, heißt auch Suppenberg. Das ist auf die vielen heißen Quellen zurückzuführen. Die heißen Quellen in Nanjing waren einst ein kaiserliches Thermalbad und wurden schon vor über 1500 Jahren genutzt. Und hier beträgt die Wassertemperatur ca. 50 bis 60 Grad Celsius. Teilweise sind in China die heißen Quellen sozusagen unbebaut. Das heißt, es sind eigentlich kleine Seen, in die man steigen kann. Man muss allerdings immer gucken, dass sie auch wirklich zum Baden ausgegeben sind, weil teilweise auch manchmal Gase mit austreten. Andere wiederum wurden in sogenannte Hot Spring Resorts integriert. Da wurden dann Hotels drumherum gebaut und die Quellen in kleine Bassins eingefasst, sodass man dort in einem sehr schönen Umfeld gleichfalls noch mit so anderen Spa-Behandlungen baden kann. Auch Strandurlaub ist schön. Best-Ager haben Studien erwiesen, wollen zwar eher im Urlaub Action als Entspannung, aber eine gute Balance wird auch sehr gerne angenommen. Deswegen sind ein paar Tage Strandurlaub zwischendurch doch willkommen. Auf der kontinentalen Küstenlinie Chinas gibt es mehr als 18.000 Kilometer Küste und unter anderem deswegen viele schöne Strände. Und die beliebtesten und schönsten Strände Chinas befinden sich in den südlicheren Küstenprovinzen, in Zhejiang, Fujian, Guangdong und Guangxi. Und auch noch einige davon im Norden, in Shandong, zum Beispiel in der Gegend von Qingdao. Besonders hervorzuheben ist hier Hainan, die Insel, zu der wir ja auch schon ein eigenes Webinar hatten im September. Da ist natürlich auch die Aufzeichnung
auf der Plattform von Tourismus Zukunft zu finden. Kann ich sehr empfehlen. Da hatten wir auch einen Herrn von der Tourismusbehörde Hainan zu Besuch. Die Insel wird oft als Hawaii des Ostens bezeichnet, weil sie auf dem gleichen Breitengrad liegt wie Hawaii und hat wirklich viele erstaunliche Strände und eine tolle tropische Atmosphäre. Und die Strände auf Hainan werden regelmäßig zu den schönsten Stränden in China gewählt. Und deswegen haben sich auch viele Luxushotelgruppen in Hainan niedergelassen. Unter anderem gibt es in Hainan eins von zwei Atlantis-Hotels oder eins von drei. Flusskreuzfahrten sind ebenfalls eine gute Möglichkeit, um viel vom Land zu sehen, während man gleichzeitig sich sehr gut entspannen kann. Ich habe hier mal ein paar schöne Routen rausgesucht. Zum einen ist dann natürlich Guilin zu nennen. Auf dem Li-Fluss fährt man da zum Beispiel vom Mopan Pier aus. Und dann fährt man 4,5 Stunden von Guilin nach Yangshuo und kann dabei entweder zwischen einem kleinen Bambusfluss wählen, wie hier der junge Mann auf dem Foto rechts oben. Oder man fährt mit einem kleinen Boot, das dann auch überdacht ist, sodass man ein bisschen vor der Sonne geschützt ist und fährt dann flussabwärts und kann dann sich aussuchen, ob man dann auch mit dem Boot wieder zurückfährt oder zum Beispiel eine Fahrradtour macht. Kreuzfahrten auf dem Perlfluss kann man auch schön machen in Guangzhou. Da geht die Route entlang des sogenannten Pearl River Corridor. Am Tag kann man da sehr schöne Landschaften sehen und abends werden alle hohen Gebäude am Ufer sehr gut mit LED-Lichtern beleuchtet und das ist nochmal ein ganz anderer und schöner Anblick. Und insgesamt dauert die Fahrt circa so 70 Minuten. Auch sehr, sehr schön, das habe ich auch selber schon gemacht, mehrere Male, ist eine Rundfahrt auf dem Qianhuai-Fluss in Nanjing, denn so hat man die Möglichkeit, an vielen der größten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeizukommen. Unter anderem sind da der weltberühmte Konfuzius-Tempel, die alte Stadtmauer, das größte Tor einer Stadtmauer in China, der Porzellanturm und auf dem Xuanwu-See kommt man auch vorbei. Das kann ich also wirklich sehr empfehlen, vor allem im Sonnenuntergang ist das sehr schön. Auch das habe ich schon, das nächste habe ich auch schon selber gemacht. Das ist eine Kanaltour in Suzhou. Diese alte Seidenherstellungsstadt in Jiangsu wird nicht umsonst das Venedig des Ostens genannt, denn hier kann man sich auf kleinen gondelähnlichen Booten durch die romantischen Kanäle fahren lassen und davon hat Suzhou wirklich viele. Auch meine letzte Empfehlung ist natürlich eine Abendkreuzfahrt auf dem Huangpu-Fluss in Shanghai. Dort kann man direkt am Bund zusteigen und das geht dann nachmittags los und bis es dunkel ist. Und so kann man auch nochmal die verschiedenen Gesichter von Shanghai im Hellen und im Dunkeln sehen. Die Krone ist natürlich eine mehrteilige oder mehrtägige Flusskreuzfahrt auf dem Yangtze. Und der ist natürlich als längster Fluss Asiens ein begehrtes Kreuzfahrtziel. Er entspringt im Hochland Chinas und mündet dann in das Ostchinesische Meer. Wobei die meisten Flusskreuzfahrten von Chongqing in Sichuan oder in der Gegend von Sichuan bis nach Yichang gehen. Das sind circa 4 bis 5 Tage, je nachdem, in welche Richtung man fährt. Die beste Möglichkeit für eine Flusskreuzfahrt ist natürlich eins der vielen Luxusschiffe, die als 5-Sterne-Hotels ausgestattet sind. Und da gibt es eine Vielzahl von Reedereien, die alle sehr schön ausgestattete Schiffe bieten, sodass man eine gute Auswahl hat. Und auf der Flusskreuzfahrt kann man auch wieder das, was Best-Ager wollen, sehr gut sehen. Entspannung und Abenteuer wechseln sich ständig ab, denn man fährt ja nicht nur die ganze Zeit auf dem Fluss, sondern steigt auch aus und besucht einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Gegend. Zum Beispiel die Geisterstadt Fengdu, die die Unterwelt des Daoismus widerspiegelt. Das ist eine sehr schöne und ganz
interessante Atmosphäre dort. Außerdem kann man mit kleineren Booten in die spektakulären drei Schluchten fahren und natürlich auch den weltgrößten Damm, den Drei-Schluchten-Damm, der ganz in der Nähe von den drei Schluchten ist, besuchen. Man kommt an großen Städten vorbei und kann noch unter anderem auf den sogenannten Xibaojai-Hügel am Flussufer steigen, auf dem eine Pagode steht und dort noch einmal das Panorama über dem Fluss genießen. Traditionelle chinesische Medizin ist ein ganz großes und eigenes Thema. Sie wird kurz TCM genannt und wird in China seit Jahrtausenden praktiziert und immer weiterentwickelt und die Traditionen immer weitergegeben. Sie umfasst unter anderem die Therapien mit Kräutermedizin, aber auch Massagen, Akupunktur und Ernährungsregeln sind ein wichtiger Teil. Das Besondere an der TCM ist wirklich, wie ich auch schon gesagt habe, ihre historische Kontinuität. Das Wissen wird immer weitergegeben und aber auch mit neuen Erkenntnissen immer wieder supplementiert und weiterentwickelt. Im 20. Jahrhundert drang die TCM dann auch in den Westen vor, wo sich die Beliebtheit in rasanter Geschwindigkeit ausgebreitet hat. Akupunkturkliniken gibt es mittlerweile sehr, sehr viele zum Beispiel. Ich habe mal ein paar TCM-Anwendungen, die sehr schön meiner Meinung nach für Best Ager passen würden, herausgesucht, denn ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten, aber wenn man sich ein bisschen entspannen kann und eventuelle Zipperlein schon mal lindern kann, dann nimmt man das ja gerne in Anspruch. Da gibt es zum einen Jinjiu, das ist die Akupunktur. Das ist eine der wichtigsten Methoden der TCM. Dabei werden feine Nadeln in bestimmten Punkten auf den Laufbahnen der Energie oder des Qi, das ist einer der wichtigsten Begriffe in der TCM. Das sehen Sie auch hier links oben auf dem Bild. Da sind die sogenannten Laufbahnen ein bisschen eingezeichnet und auch die Punkte, wo dann die Akupunkturnadeln eingestochen werden. Baguanfa ist oder Schröpfen, das ist auch ein traditionelles Therapieverfahren. Dabei werden die Schröpfköpfe, die meistens hier in Deutschland aus Glas sind, beziehungsweise aus so gehärtetem Plastik, dass es durch die Hitze nicht kaputt geht. In China sind die oft noch traditionell aus Bambus. Die werden dann erhitzt und nach Erzeugung eines Vakuums auf die Haut aufgesetzt, wo die Verspannung sich befindet. Und durch die Hitze und das Vakuum werden dann die Muskelverhärtungen aufgelöst, Durchblutung gefordert und auch die inneren Organe angeregt. Dann gibt es noch Tuena. Das bedeutet wörtlich drücken und ziehen und ist auch eine Form der chinesischen Massage. Dabei werden verschiedene Massagetechniken kombiniert, zum Beispiel punktuelles Drücken, auch auf die Qi-Laufbahn, dann wird geknetet oder geschoben. Und dadurch werden auch die Muskeln und Sehnen gelockert und entspannt. Auch die Kräutermedizin ist ein wichtiger Bestandteil. Dort werden überwiegend Pflanzenteile benutzt, aber auch einige Mineralien und ganz selten auch tierische Produkte. Die hohe Kunst der chinesischen Arzneimitteltherapie liegt dabei in der geschickten Kombination von einzelnen Substanzen miteinander. Und das ist nicht wie das einmalige Verabreichen einer Pille, sondern eine Behandlung dauert immer mindestens einen Monat, wenn nicht sogar länger. Und in der Zeit wird auch die Therapie immer wieder angepasst, um den veränderten Gesundheitszustand des Patienten wiederzuspiegeln. In China ist die chinesische Medizin natürlich nach wie vor sehr beliebt und es gibt viele Straßenläden, die Massagen oder Schröpfen anbieten und einige chinesische Restaurants bieten auch Gerichte an, die medizinische Kräuter enthalten. Wenn man einen solchen Termin wahrnehmen möchte, sollte man am besten aber vorher einen Termin in einer Klinik oder Praxis vereinbaren.
Stadtrundfahrten mit dem Bus sind eine sehr schöne Empfehlung für solche Reisende, die die Highlights einer Stadt in wenigen Stunden oder Tagen kennenlernen möchten und sich dabei nicht um den Transport von einer zur anderen Stelle selber kümmern möchten. Auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile sogenannte Hop-on-Hop-off-Touren, wo man in den Bus einsteigt und dann hält er an einer Attraktion an und man kann aussteigen und in den nächsten Bus wieder einsteigen. Das ist mittlerweile auch in China sehr beliebt. Da gibt es zum Beispiel, was ich rausfinden konnte, in Peking, Shanghai, Guangzhou und Nanjing schon solche Busse. Ich habe mir jetzt mal hier für unsere Zwecke den Shanghai Sightseeing-Bus rausgesucht. Da gibt es Tickets, die entweder als 24 Stunden oder 48 Stunden Tickets verfügbar sind. Und während der Gültigkeitsdauer darf man unbegrenzt damit fahren. Währenddessen können Reisende einen kostenlosen Audioguide in 8 Sprachen in Anspruch nehmen. Darunter sind auch Deutsch und Englisch. Und wie man sehen kann, sind die Tickets vergleichsweise preiswert. Die kosten 30 bzw. 50 chinesische Yuan für 24 oder 28 Stunden. Tempel und Gärten sind ebenfalls ein wichtiger Teil der chinesischen Kultur und können sehr schöne Panoramen bieten. Chinas Gartenkunst ist ein wirkliches Kleinod in der chinesischen Kultur und sie haben auch eine lange Geschichte. Es gibt auch heute noch viele gut erhalten gebliebene Parks und Gärten, die man noch bestaunen kann, zum Beispiel Ming- und Qing-Dynastie-Gärten, aber teilweise auch noch weit ältere und die meisten dieser Gärten nehmen sich auch weit ältere Stile zum Vorbild. Tempelarchitektur ist wiederum was ganz anderes, aber von der Tradition her mindestens genauso wichtig. In einem Tempel werden normalerweise im chinesischen Buddhismus, Taoismus oder der Ahnenreligion die Götter bzw. Ahnen angebetet und man bringt Opfer dar und betet für viel Glück und Bewahrung. Und in China gibt es Tempel sowohl in den großen Städten als auch in den Bergen. Ich habe jetzt im Folgenden mal ein paar sehr schöne Gärten und Tempel herausgesucht, die man jedem empfehlen kann. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden, weil um die feineren Unterschiede zwischen den einzelnen Gärten zu wahrzunehmen und wirklich dankbar sein für zu können, ist es ganz schön, eine etwas ältere und reifere Zielgruppe zu haben. Für Familien würde ich den Besuch eines Gartens empfehlen. Geografisch gesehen kann man den chinesischen Gartenbau in den nordchinesischen und südchinesischen Baustil einteilen. Bekannte Beispiele für die Gartengestaltung in Nordchina sind zum Beispiel die kaiserlichen Parks in Peking, Shenyang und Chengde. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Paläste, Hallen und Tempel zum einen an natürlichen Bergen und Seen errichtet werden und dass sie sehr großflächig und prachtvoll sind zum anderen. Berühmte südchinesische Gärten sind eher dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr oder relativ klein sind, dass sie mit Wänden umgeben sind, im Gegensatz zu den nordchinesischen Gärten. Die berühmtesten Gartenbaustile sind hier die Jiangnan-Gärten und die Lingnan-Gärten. Die Jiangnan-Gärten findet man eher in Jiangsu und Zhejiang und die Lingnan-Gärten noch weiter südlich in Guangdong. In diesem begrenzten Raum von Privatgärten, die meistens auch wirklich von Privatleuten errichtet wurden, gibt es künstliche Felsen und Teiche mit Bepflanzung und andere menschengemachte Werke, wie zum Beispiel Pavillons, Brücken und Wandelgänge. Und dadurch soll ein perfektes Miniaturabbild der chinesischen Ideallandschaft erzielt werden. Und die wichtigsten Gärten gibt es zum Beispiel in Suzhou.
Da sind insgesamt 9 Gärten, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Und da würde ich auch jeden Fall empfehlen, mindestens 2 zu besuchen, um die Unterschiede wahrnehmen zu können, aber auch, dass sie sich im Großen und Ganzen doch gleichen. Tempel, wie eben schon gesagt, gibt es viele große und kleine in China. Die Größen sind natürlich die königlichen und kaiserlichen Tempel. Die wurden benutzt, um den Himmel um Segen zu bitten. In anderen Tempeln beteten früher dagegen die einfachen Bürger. Aber gleichzeitig waren die Tempel auch der zentrale Ort des religiösen und gesellschaftlichen Lebens der Chinesen. Man kam früher hierher, um sich mit Freunden oder mit der Familie zu treffen und sich vor Unheil schützen zu lassen. Hier kamen wirklich dann auch alle Gesellschaftsschichten zusammen und es herrschte reges Treiben. Meistens war noch ein Markt vor dem Tempel. Natürlich ist der Himmelsaltar bzw. Himmelstempel hier oben rechts auf dem Bild und auch nochmal hier hinter mir auf dem Poster der berühmteste Tempel in China und der gilt als die absolute Krone und vollkommener Ausdruck der chinesischen Baukunst. Jedes Detail hat zum Beispiel seine eigene Bedeutung, unter anderem die runde Form der Dächer und das Element der drei Runddächer. Es gibt aber noch einige weitere berühmte Tempel. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Da ist zum einen der Jade-Buddha-Tempel in Shanghai, der 3 besonders große Buddha-Statuen besitzt. Dann gibt es noch den Balma-Tempel in Luoyang, der bereits 68 nach Christus gegründet wurde. Die Eisenpagode in Kaifeng ist ein besonderes Beispiel, denn sie hat besonders viele Stockwerke und wurde außerdem noch bereits vor fast 1000 Jahren gegründet. Und Eisenpagode heißt sie, weil sie aus eisenfarbigen glasierten Ziegeln gebaut wurde. Einer der größten Tempel Chinas ist der Konfuzius-Tempel in Xufu in Shandong. Der besitzt 466 Gebäude und rundherum liegt der Konfuzius-Friedhof, auf dem bis zu, sagt man, 100.000 Angehörige seiner Sippe beerdigt sind. Und dann als letzten noch den südlichen Putor-Tempel in Xiamen. Und der ist das Gegenstück zur Putorshan-Insel in Zhejiang, auf dem sich ebenfalls ein Tempel befindet. Museen sollte man natürlich auch in China besucht haben. Es gibt viele Museen, wirklich in jeder Provinz, die hat mindestens ein Provinzmuseum und vor allem in einem Land mit einer so langen Geschichte wie in China sollte man Museen als wichtigen Punkt auf die Liste setzen. Die verbotene Stadt haben wir hier in den Webinaren schon genügend diskutiert, genauso wie die Terrakotta-Armee. Deswegen habe ich mich hier an der Stelle auf noch einige andere sehenswerte Museen konzentriert. Da ist zum einen das Nationalmuseum in Peking, das direkt am Tiananmen-Platz liegt. Dann gibt es noch das Renan-Museum in Jingzhou. Das ist eins der größten Museen in China. Und Henan, die Provinz, gilt ja als eine der Wiegen der chinesischen Zivilisation. Deswegen gibt es hier einige besonders alte und wichtige Artefakte zu sehen. Das Shanghai-Museum in Shanghai ist das Museum der Stadt Shanghai. Hier wird die komplette Siedlungsgeschichte der Stadt aufgezeichnet und es gibt auch einige Stücke von nationaler Wichtigkeit. Dann gibt es noch die Morgau-Grotten in Dunhuang. Die sind ein Sonderfall, denn hier die sind zum einen wesentlich teurer vom Eintritt her als die restlichen Museen, von denen viele umsonst sind vom Eintritt. Aber die sind natürlich ein ganz besonderes Ziel. Und wenn man in Dunhuang ist, sollte man auf jeden Fall die Grotten besichtigen, denn hier wurden in den Höhen, an den Decken und den Wänden viele Statuen, Fresken und andere wichtige Merkmale des Buddhismus eingemeißelt. Und ich habe einen Fakt gelesen, dass man mit den Bildern und Statuen in
in den Morgaugrotten ganze 25 Kilometer Galeriewände bestücken könnte. Das Shanxi-Museum in Xi'an hat, wenn man die Terrakotta-Armee auslassen möchte, was ich nicht empfehle, aber wenn man dafür keine Zeit hat, sollte man das Shanxi-Museum in Xi'an besuchen, denn da gibt es auch einige der Terrakotta-Krieger zu sehen und auch natürlich weitere Artefakte aus der Provinzgeschichte. Das Nanjing-Museum in Nanjing ist eines der ältesten Nationalmuseen in China. Nanjing war ja früher auch mal Hauptstadt über längere Zeit von China. Und das ist eines der größten und bestbestücktesten Museen des ganzen Landes. Shows und Aufführungen gibt es auch viele verschiedene natürlich, denn aus China stammen viele weltberühmte Praktiken, beispielsweise Kung Fu und Akrobatik. Und etwas ganz Besonderes und für europäische Ohren ungewöhnlich ist es auch die chinesische Oper mit ihren vielen Richtungen. Die chinesische Oper entwickelte sich schon während der Tang-Dynastie, so circa vor 1300 Jahren. Und im Unterschied zu anderen Formen des Musikdramas vereint die chinesische Oper auch Musik, Gesang, Schauspiel, Tanz und Akrobatik und hat teilweise noch einige weitere lokaltypische Ausformungen. Shows, die ich empfehlen würde, sind zum einen natürlich Peking-Oper in Peking, Sichuan-Oper in Chengdu, die wird viel in den traditionellen Teehäusern aufgeführt und dort, habe ich auch einige Male schon erzählt hier im Webinar, ist das Face-Changing ein ganz wichtiges Element, denn dort zieht sich der Darsteller in rasender Schnelle sogenannte Seidenmasken von oben über den Kopf. Sehr schön und ganz besonders ist auch eine Kung-Fu-Aufführung im Shaolin-Kloster in Henan auf dem Songshan. Die sind wirklich ganz beeindruckend und finden fast täglich statt. Akrobatik-Shows gibt es viele im Chaoyang-Theater in Peking. Da kann man wirklich gar nicht so gucken, wie sich die Leute verdrehen können. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Dann gibt es noch in Xi'an eine sogenannte Tang Dynasty Show. Die Tang Dynastie wird allgemein als die Blütezeit der frühen chinesischen Kultur betrachtet, denn zu dieser Zeit war man besonders wohlhabend und die Tang Dynastie wird in dieser Show noch einmal dargestellt. Und in Yunnan gibt es auch immer viele Aufführungen der verschiedenen und vielen Minderheitenkulturen, die ihre traditionellen Tänze und Gesänge aufführen. Teezeremonien empfehle ich wirklich vor allem für die ältere Zielgruppe, denn dabei ist nicht nur Ruhe wichtig, sondern auch, dass man sich in das Mindset einfindet und ein bisschen dabei meditiert. Die chinesische Teekultur ist ein besonderer Teil der chinesischen Kultur und ist die weltweit älteste ihrer Art. Daraus sind einige andere hervorgegangen, unter anderem die japanische Teekultur. In China heißt die Teezeremonie Cha-Yi, also Teekunst. Und der Ablauf einer Teezeremonie, die besonders berühmt ist, heißt Gong Fu Cha. Und damit ist die Perfektion gemeint, die sich durch intensive Übungen und Erfahrungen erreichen lässt. Ein Teemeister, der möchte immer die perfekte Tasse Tee zubereiten und auch servieren. Und dabei zählen nicht nur das handwerkliche Geschick, sondern vor allem auch die Intuition und die meditative Verfassung des Teemeisters. Bei der Gong Fu Cha Teezeremonie, das können Sie gerne mal bei YouTube googeln, das ist sehr, sehr interessant zu sehen, werden nach einem uralten Ritual verschiedene Teeaufgüsse vorbereitet und serviert. Und je nachdem, wie hoch die Qualität des Tees ist, können damit bis zu 15 Aufgüsse vorbereitet oder zubereitet werden.
Die haben auch alle verschiedene Namen. Ab dem dritten oder vierten Aufguss heißt der dann Aufguss der langen Freundschaft, weil man bei dem und allen folgenden Aufgüssen sehr gut sich unterhalten kann. Wenn man als Gast bei einer Teezeremonie ist, muss man eigentlich nur die Augen aufhalten, staunen und sich entspannen und natürlich den Tee genießen. Beim Trinken gibt es eigentlich keine Regeln, bis auf, dass man zunächst am Tee riecht, seine Farbe wundert und dann sollte man ihn in 3 Schlucken relativ schnell trinken. Dazu gibt es ein Sprichwort, das besagt, dass der erste Schluck den Gaumen vorbereitet, denn mit dem zweiten schmeckt, genießt man und wertschätzt den Tee und mit dem dritten leert man die Tasse. Und chinesische Tees sind vor allem die ganz besonders guten sind so beschaffen, dass die wirklich bei jedem Aufguss anders schmecken. Und das ist eine sehr interessante und sehr leckere Angelegenheit. Unser letzter Punkt sind einige Kurse, die man belegen kann in Qigong bzw. Tai Chi Chuan. Qigong ist eine sehr alte Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform, der in der chinesischen Philosophie großer Einfluss auf die Erhaltung der Gesundheit von Körper und Geist zugeschrieben wird. Und das wird bereits vor 4000 Jahren die Praxis erwähnt, wenn auch unter einem anderen Namen. Tai Chi Chuan, in Deutschland kennt man es vielleicht auch unter dem Namen Tai Chi, heißt auch Schattenboxen und ist eine im Kaiserreich China entwickelte Kampfkunst. Tai Chi Chuan gehört zur Familie der sogenannten inneren Kampfkünste für den bewaffneten oder unbewaffneten Nahkampf. Heutzutage wird dieser Nahkampfaspekt aber immer weiter zurückgeschoben und das wird eher dann dem Kung Fu überlassen. Und Tai Chi Chuan wird zunehmend als Volkssport zur Qi-Anregung, also der inneren Energiebahn, praktiziert. Klinische Untersuchungen in der westlichen Medizin haben tatsächlich gezeigt, dass regelmäßiges Praktizieren von Tai Chi Chuan und Qigong viele positive Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der physischen und psychischen Gesundheit hat, wie beispielsweise auf das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem, Schmerzempfinden, Gleichgewicht und allgemein auch die Körperkontrolle, Beweglichkeit und Kraft. Denn bei beiden Formen, die zeichnen sich weniger durch schnelle oder ruckartige Bewegungen aus, sondern da werden sehr fließende Bewegungen durchgeführt, die aber immer mit einer besonderen Körperspannung einhergehen. Ist also wirklich anstrengender, als es aussieht und bringt aber auf jeden Fall was. In China kann man nicht nur mehrtägige, sondern oder mehrwöchige Kurse in Qigong oder Tai Chi Chuan absolvieren, sondern auch stundenweise. Und es ist eine schöne Ergänzung zu einem China-Urlaub. Genau. Wir sind schon wieder am Ende von unserer Präsentation. Es war sehr schön, dass Sie dabei waren. Ich möchte wie immer noch kurz auf unser tolles E-Learning-System hinweisen, das nicht nur kostenlos ist, sondern auch sehr interessant. Und da können Sie in nur 16 Lektionen sich Ihre China-Kenntnisse offiziell zertifizieren lassen, wenn Sie noch bis nächste Woche bis Freitag, bis zum 4. Dezember mitmachen, dann können wir auf jeden Fall Ihnen noch dieses Jahr das Zertifikat zuschicken. Das ist die erste Stufe vom E-Learning-System. Es wird auch in diesem Jahr noch die zweite Stufe veröffentlicht und nächstes Jahr kommt dann noch die dritte Stufe. Wir sammeln immer ein bisschen die Teilnahmen und schicken dann die aktuellen Zertifikate, wenn Sie jetzt schon mitgemacht haben, dann auf jeden Fall noch 2020 raus. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt freuen wir uns wie immer auf die Fragen. Ja, liebe Rahel, 1-2 Fragen haben wir auf jeden Fall reinbekommen. Gibt es auch für Senioren Best Age Rabatte bei Eintritten, fragte ein Kollege. Ja,
Also Und letzte Kolleginnen. Woche habe ich ja schon gesagt, dass es häufig für Kinder in China Rabatte gibt. Das Gleiche gilt auch für Senioren. Das wird damit begründet, dass man im Alter weniger Geld zur Verfügung hat und da das Rentenalter in China schon bei Ende 50, Anfang 60 liegt, kann man da auch als Best Ager auf jeden Fall von Gebrauch machen. Dann gibt es noch einen Kommentar. In Dunang gibt es zwei super Kinos über die Geschichte. Ah, Schreibt sehr schön. Harald. Das kannte ich Ja. noch nicht. Welche Ziele sollte man geschichtlich interessierten Reisenden ans Herz legen? In China ist ja eigentlich fast alles geschichtlich durchdrungen, sozusagen. Auf der klassischen China-Reise da auch nochmal Hinweis auf unser Webinar zu dem Anlass. Das ist natürlich auch als Aufzeichnung auf Tourismus Zukunft. Da sind natürlich die Ziele daran sehr interessant. Zum Beispiel natürlich die Terrakotta-Armee, die verbotene Stadt und aber auch natürlich die verschiedenen Museen, die es in China gibt und die das Ganze nochmal sehr schön mit einem roten Faden zusammenfassen. Okay, super. Dann fragt noch ein Kollege, kann man das Great Theater in Chongqing momentan besuchen? Das weiß ich nicht, aber das kann ich mir gerne nochmal aufschreiben und dann nochmal Bescheid sagen. Super. So, dann haben wir noch eine Frage. Okay. Eine Dame schreibt, sie hat noch kein Zertifikat erhalten für die Fernschulung, für das E-Learning. Einfach eine Mail an dich schicken, würde ich sagen, Genau, ne? also wir sammeln jetzt noch bis zum 4.12. die Teilnahmen und schicken dann die Zertifikate raus. Also auf jeden Fall noch dieses Jahr. Okay. Wie ist es mit der Sprache, Deutsch und Englisch? Genau, also Deutsch sprechen tatsächlich manche, vor allem Studenten, die das mittlerweile in der Uni lernen. Englisch kommt immer mehr durch, allerdings auch eher unter den Jüngeren. Für Ältere ist das meistens noch nicht so geläufig. Allerdings gibt es natürlich mittlerweile ganz tolle Apps für Smartphone und BestAger zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie technisch sehr versiert sind. Das heißt, wenn man sich eine App auf Smartphone lädt, dann kann man teilweise sogar reinsprechen und dann wird es auf Chinesisch wieder ausgespuckt. Ja, ich habe jetzt nochmal, stell gerade nochmal in den Chat beide Links, sowohl fürs E-Learning als auch die Aufzeichnung vom Webinar, nochmal mit rein. Also gerne da sich registrieren, dass ihr die Aufzeichnung anschauen könnt. Genau. Welche Ziele sollte man, das hatten wir schon, geschichtlich interessierten Reisenden ans Herz legen? Gibt es Ziele, die für ältere Menschen nicht geeignet sind? Generell sage ich mal, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Auf jeden Fall, wenn man jetzt sich ein Ziel rausgesucht hat, dann also meiner Meinung nach würde ich das nicht so pauschal sagen, dass es für irgendjemanden nicht geeignet ist. Es gibt natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt in einem der Gebirge unterwegs ist, dann gibt es natürlich Vereinfachungen, die man wahrnehmen kann, zum Beispiel mit der Seilbahn fahren, statt stundenlang den Berg hochzulaufen. Aber generell würde ich jetzt immer sagen, man ist so alt, wie man sich fühlt. Okay, gut. Jo, was haben wir noch? Ärztliche Versorgung. Genau, in China sind die meisten Ärzte eher in Krankenhäusern untergebracht. Das heißt, wenn man ein Problem hat, dann geht man lieber zum Krankenhaus direkt, als dass man sich eine Arztpraxis sucht. Das sind die chinesischen Ärzte. Es gibt aber in vielen Städten mittlerweile auch sogenannte internationale Kliniken, die auch ärztliche Versorgung anbieten. Okay. So, bis dato haben wir keine weitere Frage. Ah ja, hier, sind die Beschreibungen bei den Sehenswürdigkeiten in Englisch beschrieben oder nur in Chinesisch? Das kommt immer ganz drauf an, wo man ist. Also ich würde sagen, je besser die touristischen Infrastruktur ausgebaut ist, desto mehr Sprachen sind auch vorhanden als Beschreibung. Okay.
So, die Guides sprechen natürlich Englisch und viele auch sehr gutes Deutsch. Kriegen wir da nochmal einen Genau. Kommentar mit rein. Wenn es noch weitere Fragen gibt, dann gerne mit reinposten. Und ja, ansonsten vielen Dank für die Teilnahme. Und nächste Woche gehen wir in die finale Runde und unter diesem selben Link am 1. Dezember. Und freue mich, wenn ihr dabei seid. Was sprechen wir denn nächste Woche, Rahel? Nächste Woche wird es ganz geheim, denn da geht es um die Geheimtipps für China-Reisen. Und mit der netten Françoise Hauser dabei, die sich schon sehr gut in China auskennt und auch unter anderem studierte Sinologin ist. Und genau, da möchte ich gar nichts vorwegnehmen, sondern freue mich, wenn Sie alle wieder dabei sind. Sehr schön, wunderbar, klasse. Vielen Dank an alle und einen schönen Tag. Und wie gesagt, die Webinare zum Nachschauen, wer jetzt die ersten Teile verpasst hat, unter dem im Chat angegebenen Link tourismus-akademie.com. Bis dahin, schönen Tag, alles Gute, bis Von mir dann. auch. Danke, Tschüss. Rahel. Tschüss. Ciao.